Hallo zusammen, Michi ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir über einen Erfolg bekommen können. Und zwar haben wir hier das Toy Gripsy. Und Gripsy gibt es quasi für ein Achievement. Da habe ich auch schon einen Achievement Guide gemacht, aber ich erkläre es euch hier gerne nochmal. Das Achievement, um das es sich handelt, ist einmal Temporal Akquisen Spezialist. Und dafür müssen wir insgesamt 14 Quest-Items eintüten und dann kriegen wir quasi Gripsy als Belohnung. Die ganzen Quest-Items gibt es bei einem Event und zwar ist jetzt hier in Patch 10.1.5 sind die Zeitrisse hier reingekommen in Taldrassos und zwar bei dem Türhold-Reservoir. Und da können wir jede Stunde zur vollen Stunde quasi ein Ereignis spielen. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Müsst halt immer nur eine Stunde warten, bis das nächste kommt. Da gibt es dann insgesamt zwei Phasen. Die erste Phase, wo ihr dementsprechend einfach ein paar Mobs umhauen müsst, Events abschließen könnt und dann füllt sich oben den Balken. Und umso mehr der Balken gefüllt worden ist, umso bessere Belohnungen gibt es. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, das sind nämlich 8-9 Minuten, wo ihr die erste Phase spielen könnt, gibt es in der Mitte hier ein Portal und dann könnt ihr einen Boss am Ende umhauen. Und in jeder von beiden Phasen gibt es quasi eine Quest zu holen. Und zwar, wenn ihr den Boss im Portal umgehauen habt, gibt es eine Chance, dass nachdem der Boss stirbt, ein Quest-Item in dem Raum liegt. Da müsst ihr ein bisschen gucken, ob ihr da ein Quest-Item seht, das quasi anklicken und dann dementsprechend habt ihr schon eine Quest. Es gibt nämlich insgesamt 7 verschiedene Invasionen und zwar seht ihr die hier jetzt schon mal aufgelistet. Es gibt quasi eine von der... von den Untoten, von den Mechagon-Viechern, Murlocs gibt's, Dämonen gibt's, dann Schwarzes Empire, Allianz Horde und Titanen. Und jeweils in der zweiten Phase gibt's halt eins, wenn ihr den Boss gekillt habt. Und in der ersten Phase ist es so, ja, dass ihr es durch verschiedene Geschichten kriegt. Zum Beispiel, wenn dann ein kleiner Miniboss stirbt, kann es sein, dass eine Quest droppt. Oder es gibt einen freundlichen NPC, der euch die gibt. Oder ihr killt einfach normale Mobs und die droppen. Also das sind verschiedene Sachen, wo ihr die herkriegen könnt. Die Geschichte ist, ihr müsst das auch nicht selber machen. Ihr solltet nur ein bisschen Auge offen haben. Oftmals bin ich da einfach nur rumgestanden oder rumgeflogen und habe gesehen, da ist eine Quest aufgeprockt, hier ist eine Quest aufgeprockt. Ihr müsst halt einfach nur ein Auge drauf haben. Die werden auf der Map angezeigt. Wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, dann seht ihr die Quest einfach und da ein bisschen rumgucken. Bei jedem von den 7 Events gibt es quasi in der ersten Phase bei irgendwelchen Gegnern diese Quest zum Droppen und in der zweiten Phase, wie gesagt, wenn der Endboss stirbt, gibt es eine Chance, dass es nach dem Endboss das gibt. Ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, ein paar Mal die Events spielen, gucken, dass ihr ein bisschen auf die Quests achtet und dann könnt ihr die Quests alle direkt hier bei der Questgeberin abgeben. Sorry, Dormo heißt die. Und ja, mehr ist es nicht. Dann kriegt ihr euer Achievement und dementsprechend auch das Toy. Jetzt würde ich sagen, schauen wir es uns noch an. Spielzeuge gesammelt und da haben wir es. Gipsy. Und ja, wenn wir den einsetzen, dann folgt er uns. Ah, seht ihr, das ist hier diese Kugel. Das hat irgendwie schon Vibes hier aus Ceramortis, ne? Da hatten wir auch so ein kleines mechanisches Viech. Warte, blenden wir das Interface auf. Da seht ihr, der hier ist es. Ah, okay, der haut so eine Flamme nach hinten raus. Kommt der nach? Ja, sieht ganz nett aus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der bleibt. 5 Minuten und das Ganze hat eine Abklingzeit von 1 Stunde. Ja, ist ein nettes kleines Toy. Und ja, damit sind wir durch mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.